Oh, weiter geht's mit Dragon Quest Treasures. Wir haben ein paar Orte, wo wir noch hinwollen. Und ich würde sagen, wir fangen an beim Drachenschädel. Ich habe mir den nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Drachenschädel ist wirklich der kleinste Ort von allen, weil der wirkt so riesig wegen den ganzen, sag mal, von dem toten Drachen, diese versteinerten Haare oder Spitzen an seinem Kopf, wo man eigentlich nicht drauf bewegen kann. Allein durch die wirkt der halt schon so riesengroß, wie die riesengroße Insel. Aber wenn ihr genauer hinseht, seht ihr, na, hier ist halt, wie ist Wand. Und wenn man sich das mal so vorstellt, hier ist überall Wand. Nur noch hier in den Tränenfällen waren wir nicht, sonst waren wir hier überall. Das ist schon ein bisschen krass. Und genau, hier in dem Gebiet gibt es auch ein paar kleinere Sachen, die ich lange verschoben habe und jetzt endlich mal nachholen möchte. Okay, was heißt nachholen? Oder generell machen möchte. Ich glaube übrigens, das wurde uns ja mal gesagt. Ich glaube, dass uns dieser Boss jetzt wieder aufstehen wird, oder? Kann das sein? Ist nicht mehr. Das sind nur noch Bestandteile. Jemand, der sich auskennt, könnte ihn reparieren. Okay, nee, dann habe ich mich da vielleicht getäuscht. Bin mir nicht sicher. Genau, the treasure. Genau, aber. Dennoch geht es. Ich glaube, in der Richtung weiter. Wo war denn das? Hier war irgendwo so ein Luftstrahl, der uns direkt in die Richtung hingeführt hat. Ich glaube, das war hier. Na egal, ich werde mich auf jeden Fall hier ein bisschen rumbewegen und sehen uns einfach gleich wieder. Ach, hier ist das, ja. Hör, warte, was? Da komme ich doch niemals runter. Das ist ein Ballon. Warte, sag mir nicht, hier sind auch Ballons. Oh. Oh, und ich falle jetzt runter. Okay. Der Ort hat sich ja ein wenig verändert. Ist die Truhe neu? Nee, die ist offen. Aua. Aua. Ja, aber die Gegner haben sich verbessert. Die sind ein bisschen stärker als vorher. Nicht viel, aber ein bisschen halt. Und ich kann wieder runter. Okay. Ich versuch's mal. Ich glaube, so soll man hier eigentlich nicht runter. Aber wir müssen ja auch mal runterkommen. Schaut mal, wo wir hier sind. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Und ich merke jetzt gerade, das war eine absolut schlechte Idee, weil ich werde jetzt sterben, wenn ich runterfall. Oh, hör, was? Wie jetzt? War ich out of bounds? Laut Spiel? Scheinbar ja. Interessant auf jeden Fall. So, den Ballon nehmen wir uns aber auf jeden Fall mit. Okay, das ist ein bisschen komisch. Dann lasse ich das hier mal drin im Video, weil scheinbar ist er jetzt aus dem Drachenschädel ein neues Gebiet geworden. So, zumindest so zum Teil. Ah, und immer diese nervigen, langweiligen Standardgegner. Oh! Danke! Komm, jetzt. Nehme ich alles natürlich mit. Warum nicht? Mein eigentlicher Plan für heute war übrigens, dass wir uns gleich nochmal zum Winterteil begeben und halt den Weg hier folgen und alles machen, was auf dem Weg ist, bis zur kühlen Kuppe. Da soll ja auch noch ein Bosskampf sein. Und da bin ich ziemlich gespannt drauf, wie der Bosskampf sein wird. Und da oben ist auch noch einer. Gut platziert übrigens. Oh, und da auch noch einer. Na komm, bam! Yes! Es macht Bock! Es macht Bock, diese Ballons zu finden und kaputt zu machen. Weil so schwer sind die meisten nicht. Also viele von denen wird man automatisch einfach in seinem Spielverlauf finden, würde ich mal behaupten. Oder, Guys? Und jetzt verschwindet endlich. Alter, so rote Augen. Oh nein, wie gruselig. Hilfe, ein Slimy. Ich habe riesige, zitternde Angst vor riesigen, kleinen, ganz kleinen, nicht riesigen Slimies. Ja, weiß auch nicht. Oh, der ist aber Stufe 33. Der macht uns Schaden. Das kann man so sagen. Aber er ist tot. Hat nichts mehr zu sagen. Boom. Okay, Moment. Kann ich das von hier erwischen? Safe, oder? Was? Hat uns jemand gesehen? So. So ein Schleim. Na komm. Ich krieg das. Ich krieg das! Das waren 25 Ballons. Also können wir auch gleich zu Schwarter gehen und uns noch mal einen Schatz abholen lassen. Ah, bin das mal nicht mein kleiner Schatzsucher, Freund ist. Wie läuft's denn so? Ah, ist doch toll. So will ich das hören. Jugendlicher Enthusiasmus. Trotzdem frage ich mich,
Hast du je das Gefühl, dass deine mickrige Statur dich einschränkt? Würdest du Gegner nicht lieber einfach aus dem Weg fegen? Klingt doch gut, oder? Ja, nun denn, falls du Lust hast, kann ich dich mit ein bisschen Training im Nu zu einem knallharten Muskelpaket machen. Und vor allem kriegst du von mir sogar Belohnungen für den Abschluss der Herausforderungen, die ich dir stelle. Wie auch immer, falls du Interesse hast, sag einfach Bescheid. Auf diese Weise kann ich mich wenigstens amüsieren, solange ich mich im Lager aufhalte. How's it going? Was? Klar, Befehle sind das A und O. Erteile deinem Monster 10-mal Befehle. Lass jetzt Einheit zusammenarbeiten. Hä? Wie mach ich das denn? Ansonsten benutzt du 10-mal Spezialitäten und lernst deine Monster ein wenig besser kennen. Und mit einer Schleuder kannst du nicht nur Gegner abwehren, sondern auch Verbündete heilen. Möchte ich, dass du sie 10-mal benutzt? Was, die Schleuder oder heilen? Ja, benutzt die Schleuder. Was heile Befehle. Okay, dann machen wir das doch eben, oder? Go, go, go! Goes. Das ist mit dem Steuerkreuz. Go, go, go. Entweder go, go, go. Gehen wir wahrscheinlich zum nächsten Gegner, den die sehen. Go, 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 go. War das gut? Hat das gefallen? Ihm hat das gefallen, sehr gut. Spezialitäten. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Spaßig, oder? 5. Also, er lädt am schnellsten auf. So, 6, 7. So, 8, 9. Einer noch. Du wirst es sein. Boing. Und in Luft. Ich wollte in der Luft mit ihm sprechen, aber das geht leider nicht. Ja, okay. 10-mal meine Schleuder verschwenden. Muss ich das jetzt wirklich verschwenden oder kann ich hier irgendwo noch was finden? Ob vielleicht irgendwo noch Ballons sind, ganz oben. Aber ihr seht ja, was ich meine, da kommt man wahrscheinlich nicht hoch. Also ist die Map wirklich eigentlich ziemlich klein. Nur noch halt dieses Teil, wo wir noch nicht waren. Wo ich aber gerne mal hin will. Das müssen wir noch erkunden. Und halt natürlich unter uns. Hier sieht man auch so den Teil. Hier ist was unter uns und ich glaube, das hier gehört dazu, bin mir nicht sicher. 1, 2, 3, 4, 5, aua, 6, 7, 8, 9, 10. Da. 10-mal benutzt. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ich habe nämlich 10 meiner kostbaren, einfach Steinchen verschwendet. Egal, war nur kleine Steinchen. Bin juckt. Das ist meine Herausforderung abgeschlossen, was? Gut gemacht. Ja, Herausforderung, ne? Du bist zwar immer noch ein Rohdiamant, Eric, aber wenn ich dich ein bisschen schleife, könntest du richtig glänzen. Wenn ich dich so in Aktion sehe, erinnert mich das an jemanden, dem ich einst gedient habe. Ah, das waren noch Zeiten. Von morgens bis abends auf der Suche nach Schätzen, mit den Kameraden wetteifern, wer am meisten einsagt. Also Eric, stärker zu werden ist eines, aber vergiss nie, dass es bei der Schatzsuche vor allem um die Freundschaften geht, die man unterwegs schließt. Tut mir leid, ich schweife schon wieder ab. Scheine ich mir im Alter irgendwie angewohnt zu haben. Wie auch immer, ich habe noch jede Menge Herausforderungen für dich. Falls du also noch stärker werden willst, weißt du, was zu tun ist. Okay. Schatzjägertisch, ein Tisch, an dem die Mitglieder der Sifanianischen Expedition ihre Schatzjagdenpläne vorbereiten. Okay, schenkt ihn uns einfach, danke. Warum nicht? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Ja, warte. Er will nochmal mit uns reden. Willst du noch mehr trainieren? How's it going? Oh Gott, was kommt jetzt? Stibitze von Monstern. Okay. Sieh dir Schatzvisionen an und finde Schätze. Ja, okay. Das mache ich dann im Verlaufe. Weil das wird ein bisschen dauern. Da, die ist unter. Ist unter uns, aber wie kommen wir da hin? Weil runterfallen geht ja scheinbar nicht, wird man wieder hoch teleportiert. Zumindest war das gerade so. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Moment, ich gehe erstmal in die Richtung. Aber hier ist was. Immer schon alles mitnehmen, wenn man kann. Ja, ich will mich mal umsehen. Vielleicht kann ich von hier auch runtersliden. Oder ich muss in das eine Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Oh oh. Oh oh. Kollege. Pass bitte auf, wenn du gegen sehr starke Schatten kämpfst.
Aber das sind, wie gesagt, sehr starke Schatten. Das ist irgendein Grund, hier leben. Also, lebten. Na gut. Da ist ein Ballon. Da. Genau da, seht ihr ihn? Spiel, bitte. Hallo, Controller. Ich glaube, ich könnte hier landen, wenn das Spiel das erlaubt. Vielleicht generell beim Wasserfall. Oh, die fallen runter. Sterben die dabei? Nee, die verbacken gerade ein bisschen. Nein! Okay, es passiert rein... Warum sprengst du? Es passiert rein gar nichts, wenn man da runterfällt. Okay. Aber was ist denn mit hier? Kann ich hier... runter? Gibt es irgendwie einen Typen, der Wasser... Wasserfähigkeit benutzen kann oder so? So Kaskade einsetzen als VM? Okay, das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht, Mann. Hä? Okay. Gehen wir einfach mal in das andere Gebiet hier. In den Tränenfällen. Vielleicht finden wir hier eine Antwort. Weil das kann tatsächlich sein, weil... Wo sollte sonst weitergehen, wenn nicht da, wo wir noch nicht waren? Wisst ihr? Macht Sinn, finde ich. Ja, Mann. Schleim. Willkommen in der Crew. Here we go. Oh, ein Schatz. Und, ach, ich kann schnell schwimmen. Habe ich gar nicht gewusst. Ja. Dann mal was Neues. Spritzkugel. Ja, ganz nett. Habe ich nicht nötig, aber ist ganz nett. So, jetzt sollen wir angekommen sein. Ja, hier sind die Monster auch stärker, wie ich sehen kann. Bam! 25 ist immer noch easy eigentlich. Ne, seht ihr? Ja, nichts drauf. Vor allem mit den Crits, die wir hier manchmal machen. Richtig nice. Weiß nicht, woran das abhängt. Medaillen oder einfach nur so, weil wir krass sind. Ja. Keine Ahnung. Boah, kann ich das erreichen? Kann ich das? Boah. Boah, ich weiß nicht. Oh. Na komm. Wo landet der denn überhaupt? Oh, ich glaube, ich sehe es sogar aufleuchten. Doch, warte, das geht. Vertrau. Zu hoch? Vielleicht. Oh. Nein, okay. Es ist bestimmt möglich, aber... Das war so knapp! Ja, warte. Moment. Ich krieg das hin. Das ist halt wirklich machbar. Man sieht ja manchmal wieder... Ja, okay, komm, lassen wir's. Ich wollte euch nur zeigen, dass das machbar ist, aber ich glaube, ihr glaubt mir. Ja. Ich einfach mal hoffen. Oh, das Geschenk. Wie er vorbeiläuft, ist einfach da. Boing. Und hier ist ein Treasure. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit, wenn wir mal vorbeikommen. Wir sollten mal vorbeikommen. Ach komm, die Orks, die machen wir schnell fertig. Sehr nice. Boom, boom, boom. Was? Ah ja. Das ist deren Schatz wahrscheinlich. Ich habe wirklich Angst, dass wir alle Ballons im Spiel platzen lassen müssen. Yes. Aber das kann gut sein. Was ist das denn? Sieht krass aus. Vielleicht ist das ja ikonisch. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn ich Pech habe, muss ich wirklich alle platzen lassen und da werde ich mir einen Guide anschauen. Also, ich bin zwar hobbylos, aber nicht so hobbylos, dass ich so viel Zeit habe, mir alles rauszusuchen. Genkugel. Aber ich hoffe, ihr geht nicht wie die Kugel. Nur weil ich mich ja hier mal noch im Anfangsbereich ein bisschen mehr umschauen möchte. Ich wollte gleich mal so lange hier bleiben. Ich wollte einfach nur ein bisschen hier hin. Aber jetzt bin ich ein bisschen länger geblieben. Hier ist wahrscheinlich nichts. Hier könnte ich noch gucken. Warte, was ist denn hier?
Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Was ist denn da für eine Warze gewachsen? Oder was soll das darstellen? Ja doch, hier ist einfach so ein Baum gewachsen an der Seite. Eklig. Schauen wir mal. Am besten kämpfen wir den auch noch. Bam! Schade, ich wollte so von oben runterfallen, wie Link zum Beispiel. Hat nicht geklappt. Okay. Oh, den schaust du mal mit. Stärkungskugel. 10 Stück sogar. Huh. Alright. So, hier irgendwo in der Nähe müsste die Insel mit dem Baum sein. Ach, da! Achso, das ist kein Baum. Das ist einfach ein Gebäude. Aber ich glaube, da kann ich nicht runter, oder? Ich glaube, wenn ich da runterfalle, dann setzt er mich wieder zurück. Ja. Mist! Ich will aber runter. Wie kommt man hier runter? Es muss hier irgendwo einen Weg geben. Warte, uns wurde ja auch gesagt, im Anfangsgebäude gibt es einen Weg nach links, wo wir jetzt neuerdings rein können. Was? Ich hör was. Oh, ein Silberschatz. Ja, nehmen wir mal mit, warum nicht? Ist okay. Können wir mehr Sachen tragen als sonst? Das ist ein Goldgolem! Ist der selten? Oh, Betamuschers, hey. Goldgolem, ist der selten? Bin mir nicht sicher. Aber ich will gegen ihn kämpfen. Und hier ist sogar ein Schatz. Direkt in der Nähe. Golem! Oh, jetzt habe ich ihn nur geweckt. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin es. Boom. Schade, er hatte nichts. Hätte ja sein können. Okay, wo ist unser Schatz? Ist er genau da oben, wo er sonst immer war? Okay, er ist hier vorne. Er ist einfach genau so. Hä? Oh, ein Gewirr. Okay. Ihr wisst ja, immer erstmal abspeichern von einem Gewirr. Das ist das sicherste und klügste und dann rennt er. Ja. Okay, die Folge vielleicht überhaupt nicht, wie ich sie geplant habe, aber macht ja nichts. Wir finden neue Sachen. Und können dann ein wenig leveln. Wow. Okay, Level 30er Bereich. Das geht ja noch viel von. Das sind ja Noobs. Schleim und Rakus. Also ich bitte dich, Spiel. Wenn du mir schon eine Herausforderung geben willst, dann bitte auch Gegner, die was können. Jetzt sag mir nicht, auf dem Level können die was, weil... Nee. Wie man sehen kann, können sie nichts. Das war's schon. Oh. Aber die Drakomedaille, die nehme ich trotzdem mal mit. Die kannst du haben. Ich habe 2. Ja, egal. Nimm die. Oh ja, die können schon ein bisschen mehr. Gut, dass wir keine Schatten haben. Zumindest bisher. Ja, Schatten wären echt blöd. Oh, Hilfe! Den Level macht nicht mehr Schaden, hab ich vergessen. Kurz heilen. Jetzt! Hey, yeah! Luftangriff! Oder so. Oh, Marcel! Pass doch auf, Kollege. Wo bist du denn? Unsere Ritterin müssen wir immer schön schützen und heilen. Und ich glaube, hier sind wir beim Ende. War es nicht irgendwie so? Dass es ja schon zu Ende ist? Ein irdener Impuls durchströmt deinen Körper. Wir wurden terraformt. Oh. Oh. Okay, krass. Bosskampf! Aha. Na komm, zeig dich, du Feigling! Ein Henker! Was zum Henker? Der kann ja gar nichts. Bam, ganz viele Crits reinhauen. Er haut uns gar nicht weg. Höchstens von den Socken, wie schwach er nur ist. Warum krieg ich die ganze Zeit Schaden? Wovon? So. Heilen muss ich natürlich trotzdem. Oh, ich bin passend gesprungen. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Krass. Yeah. Nee, jedes Mal, wenn ich ihn angreife, kriege ich Schaden. Warum das denn? Aber das ist wirklich so.
Man sieht ja auch diesen orangenen Schaden, das ist mein Schaden, was ich bekomme oder generell was wir hier bekommen. Wir sterben gerade. Was hat der für Dornenrüstung? Das gibt's doch nicht. Ja, ein Ally ist down. Oh, not good. Oh, komm, er ist gleich down. Komm, Golem, Mina! Mach den Finisher! Los, los, los! Bam! Sehr gut! Wie das aussieht, das Bild. Ja, die Screenshot müsst eigentlich. Okay, geschaut! Yippie! Ernsthaft, Silber, aber wir haben einen krassen Schatz. Das sieht doch krass aus. Okay. Warte. Sind alle wieder geheilt? Aber da liegt jemand tot. Ich würde diese Person gerne mitnehmen. Am besten lebendig. Ah, verstehe, Spiel. Alle werden geheilt, außer ich. Ah, das ist aber ein sehr nett, Spiel. Was? Okay, Freunde, ich würde mal sagen, ich renne noch ein bisschen rum und nehme noch ein paar Ballons mit und schätze, wie es scheint. Und dann gehe ich in den Anfangsbereich, weil da gibt es ja, wie gesagt, noch diese eine Tür, die wir neuerdings anscheinend jetzt öffnen können. Wurde zumindest gesagt, ist das eine Medaille? Also ne, nicht so eine Medaille zum Ausrüsten, sondern eine zum... ja, einfach so eine Medaille halt. Ne? Oh, oh, oh! Wie schieße ich die denn ab? Boah, gut, dass ich die gerade gefunden habe. Ach, ich komme nicht hoch. Komme ich hier hoch? Ja, Gott sei Dank. Ja, die ist gut versteckt. I like it. Und hört mal auf, rumzustöhnen. Nein, take off your clothes. Take off your clothes. Und bam. Und hier ist noch ein Schatz. Ein kleiner, netter Silberschatz. Na gut. Dann gib mal her. Blam, blam. Yeah. Wow. What a find, huh? Hey, it's close. Oh, und 5 Meter vor mir ist direkt der nächste Schatz. Aber das ist kein Silberschatz, das ist ein richtiger, waschechter Goldschatz. How much is this worth? Bestimmt viel. Okay, was soll das? Wo grabe ich aus? Aber hier ist direkt noch ein Schatz. Aha, ah ja, okay. What the hell? Wow. Ein Bumerang! What a find. Oh. Schaut mal. Hier an der Stelle ist eine Höhle. Und hier ist noch eine Höhle. Schade, ich wollte eigentlich oben anfangen, aber gut. Ich habe den Jump nicht geschafft. Aber hier ist ja gar nichts. Nur oben war was. Hier? Ne, hier ist gar nichts. Ein Zeug. Und das war's. Oh, man kann einfach hier so lang. Na gut. Hier ist einfach nur ein Schatz oder ist hier noch ein Gegner im Boden, der jetzt rausspawnt? Actually, nein. Einfach so geschenkt. Eine Ork-Medaille. Na, okay. Ist halt für Early Game. Oh nein. Wir werden attackiert von diabolischen Drakus und mehr. Wir wollen unsere Schätze und einer wurde gerade fallen gelassen, wie es scheint. Da, ich sehe ihn auch. Aber wir kämpfen kurz gegen die, so stark sind die tatsächlich nicht. Manchmal sind die stark, manchmal aber auch nicht. In letzter Zeit sind die nicht so stark, wie zum Glück. Aber okay, ich werde aufpassen, was ich sage, weil ich werde gerade richtig stark angegriffen. Die Dwalen-Team wurde besiegt. Und wir kriegen ein Mignon Magik. Lieblingsessen von Monstern wie Hadesköder. Erhöht die Magie. Okay. Interessant. Ja, er freut sich. Hellwachmacher! Erhöht die Resistenz gegen Schlaf enorm! Lieblingsgetränk von Draco. Und noch eine Medaille von Gob Draco. Ja, okay, lohnt sich vielleicht doch gegen die zu kämpfen, statt die zu ignorieren. Naja, egal. Jedenfalls, wir sind hier wieder am Eingang. Am Anfang. Und ich meine, es war die Sprache von, oder die Rede von, hier aus nach links gehen. Ja, die können wir einfach komplett ignorieren. Nee, warte, von hier kamen wir. Richtig? Das kennen wir schon.
Ja, genau. Von hier sind wir eigentlich hergekommen. Okay, warte. Vielleicht oben. Vielleicht sollen wir erstmal oben lang gehen. Schau mich mal ein bisschen um. Aber ich war mir sehr sicher, dass jemand da so von geredet hat. Dass es hier was gibt. Die Tür. Die Tür. Oh mein Gott. Die geht auf. Aha. Was gibt's hier? Ballon oder was soll ich hier finden? Weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Hm? Ich sah gar nichts. Und hier von da runterspringen können. Ja, ist doch gar nichts. Ach so, schaut mal. Man hätte hier lang gekommen. Ernsthaft, das ist nur eine Abkürzung? Kann nicht sein. Willst du wirklich sagen, das ist nur eine Abkürzung? Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch was nicht. Hä? Naja, okay. Ich habe jetzt zumindest noch etwas Neues gefunden. Hier drüben ist noch ein Schatz, wo wir noch nicht waren. Wow. Eine Zickkugel. Ja, hier in dem Raum. Ich weiß, ob ihr hier schon hätte hingekommen. Vermutlich schon. Ja, sonst finde ich eigentlich gar nichts Neues. Bin verwirrt. Oh mein Gott. Mir ist gerade, glaube ich, eingefallen, wie wir da hinkommen. Da, wo der Stein war, wo wir das erste Mal Prinzessin Anemone getroffen haben. Ich glaube, da können wir mit dem Fahrstuhl nach ganz unten, oder? Ich muss aber zurückgehen. Ich muss das anschauen. Muschelhelm erstmal. 35k. Ein pieksiger Panzer, der dank seiner Härte an den guten Helm abgibt. Ja. Oder manche Meereswesen nutzen sich auch als Schweif. Je nachdem. Was eine coole Rüstung. Oh. Stumpfe Rüstung. Ja, aber ist cool. 200k. Eine Rüstung mit Stacheln, die bei weitem nicht so spitz sind, wie sie sein sollten. Okay. Eine Silberplatte. Oder auch ein Kronkorken in groß. 150k, ein glänzendes Serviertablett, wie es in lauten und rauen Bars benutzt wird. Trainingstraf. Straight up, einfach aus Dragon Ball. 50k, eine gewöhnliche Trainingskleidung für angehende Kampfkünstler. Ein paar Haken oder so. Grüngummipeitsche. Okay, 300k, eine lapprige Peitsche, die kaum zum Kämpfen taugt. Schmeckt nach Limette. Was? Essen? Bumerang. Bruder, das ist straight up ein Bumerang, 50k. Eine Jagdwaffe, die für den Einsatz auf dem Schlachtfeld angewandelt wurde. Ja, ich weiß auch, was ein Bumerang ist. Und ja, das war ein ikonischer Schatz. Sieht voll cool aus. Was auch immer es ist. Ein Eiswürfel, umkreist mit krassem Zeug. Zeitreisewürfel, was? Ist der Würfel vielleicht der Grund, warum hier überall diese Figuren von irgendwelchen anderen Helden aus der Zukunft sind? 5 Millionen, ein wundersamer Würfel, der angeblich Zeitreisen möglich macht. What? Okay. Das klingt doch voll krass eigentlich. Ja, die 8,5 Millionen. Schmecken. Nehmen wir mit. Das ist aber nicht das Einzige. Sondern auch noch diesen Tisch. Wie viel ist denn der wert? I've never seen this before. Ja, 800k. 870k ist okay. Teammenü. Wenn wir schauen, wie weit wir jetzt gekommen sind. Ah, ganz knapp, oder? Ja. Nicht mal 4 Millionen, dann sind wir schon in der nächsten Stufe. Und zwar Rang 9 werden wir dann. Krass. Ja. Ich werde eben nachschauen gehen. Ich glaube, man kann hier wirklich noch nach unten. Ich muss nachschauen. Da. Hier vorne. Oh, bitte sag mich, lag richtig, weil es ist mir genau dann eingefallen, als ich hier. Was ist eine Tür? Als ich jetzt zurückgekommen bin, was. So. Ein Rückweg oder halt, dass man von Anfang an hier rein kann, okay. Du fährst nach unten, bitte. Ja. Mach trotzdem. Hä? Warte, der bringt mich ganz woanders hin. Oder vielleicht doch nach unten? Das sollte mich ja zum Anfangsbereich bringen, zum Tutorial-Bereich. Ja, ja. Schaut mal. Yes.
Warte, man kann sich hier überall noch ums... Oh, okay, jetzt weiß ich, warum dieser Ort eigentlich so klein ist, weil das so zwei in einem sind. Lass uns sie mal komplett erkunden jetzt. Wenn wir gerade dabei sind. Warum nicht? Und schau mal, wir können hier direkt durch. Und da hinten wartet jemand auf uns. Und wir nehmen ein paar Dieblinge mit. Und da sind noch ein paar Diebe, die wir kämpfen müssen. Den Kollegen zum Beispiel. Ah, ne, das ist nett. Hallo, Prinzessin Animal. Wie ich sehe, hast du hier eine neue Steintafel entdeckt. Oh, hallo nochmal, Eric. Oder? Ja, Eric? Okay, wir laufen auf die Schatzsuche. Ich bin gerade dabei, diese Ruinen zu untersuchen. Komme aber leider irgendwie nicht weiter. Also, willst du irgendetwas? Ach so, ja, verstehe. Du versuchst also die Karte des Verstecks des Uralten in die Hände zu bekommen. Und du hoffst, dass ich Kapitän Levanta dazu bringen kann, sie dir zu geben. Oh, jetzt machen wir gerade eine andere Quest, aber passt schon. Nun, deine Entschlossenheit ist bewundernswert, aber ich führe selbst eine Schatzjäger-Expedition an. Ich kann nicht einfach so Karten herausgeben. Wie es der Zufall so will, stelle ich gerade Nachforschungen zum sogenannten Schatz aller Schätze an. The treasure of treasures. Schatz aller Schätze? Davon höre ich zum ersten Mal. Wirklich, du kennst nichts. Du kennst das nicht. Nun, er ist ziemlich mysteriös. Er erscheint, wenn die 7 Steine gesammelt wurden. So erzählt man es sich zumindest. Wie auch immer, meine Untersuchungen laufen nicht besonders gut und ich hatte gehofft, dass du mir helfen kannst. Wenn du mir hilfst, mehr über den Schatz aller Schätze zu erfahren, rede ich mit Captain Levanta über die Karte. Klingt doch fair, meinst du nicht? Dann wirst du bestimmt auch mehr darüber in Erfahrung bringen, oder? Klingt langweilig. Okay. Hihi, ich hab geahnt, dass du das sagen würdest. Also, bevor wir loslegen, habe ich noch ein kleines Problem mit diesem Monument, bei dem du mir helfen könntest. Es wurden Runen eingemeißelt, aber da ein wichtiger Teil fehlt, komme ich nicht darauf, was sie bedeuten. Ich bin der Sache nachgegangen und habe mit Erschrecken festgestellt, dass ein monströser Missetäter es beschädigt hat. Nun, das einzige meinte dieser Gegend, dass etwas so Schlimmes in der Schande wäre, ist eine schimmernde Rüstung. Gegen die haben wir schon mal gekämpft. Anscheinend hat er auf das Monument eingeschlagen und ist dann mit einem Teil davon verschwunden. Wäre es nicht, die schimmernde Rüstung aufzuspüren? Ihr eine Abreibung zu verpassen und das Teil des Monuments zurückzubringen? Schimmernde Rüstungen sind nicht gerade alte Gichemonster, wie schon ihr illustrierer Name verrät. Aber halt Ausschau nach violetten Rüstungen, dann wirst du bestimmt bald fündig. Der Störenfried hat sich bestimmt versteckt. Du sollst an diese Treppe hinuntergehen und einen Blick in die Höhle, in die Höhlen der Umgebung werfen. Ich bleibe hier und versuche den Rest der Nachricht zu entziffern. Halt zum Beinbruch. Okay, mach das. Und wir haben jetzt eine neue Quest. Zur Lecklohe. Okay. Aber was haben wir hier vorne eigentlich? Oh, okay. Wir sollen auch erst jetzt hier hin scheinbar. Oh, Goldgolem! Den will ich auf jeden Fall kämpfen. Aber, ja, scheinbar sollen wir erst jetzt hier hin, weil die sind auf unserem Level. Sieht man ja auch, wie lange wir brauchen gegen einen. Oh, das ist ja wieder mal geschenkt. Yep. Nehmen wir mal. Hast du schon down? Wie schnell habt ihr den bitte besiegt? Krass. Hä? Was zum... Naja, okay. Ich weiß, ich wollte eigentlich keine Silberschätze mehr mitnehmen, aber... Okay, wisst ihr? Okay. How much is this worth? Theoretisch gehört zu dem 100% alle Schätze zu sammeln, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich werde schauen. Plop. Ich möchte einen Goldgolem in meinem Team haben, weil die sind vergoldet, Mann. Hi, Kollege. Fitzeblitz. Ey. Oh, wir werden von zwei attackiert. Wir waren nebeneinander beide. Okay, aber der Goldene ist schon mal weg. Leider. Ah, doch. Ja, wird gemündigt. Es hat geklappt. Yippie. Ja, die Kugeln, die können schon die Chancen erhöhen. Schon nicht schlecht. Okay, ja, aber gucken wir uns jetzt hier noch nicht weiter um, weil hier sollen wir gerade noch nicht hin. Wir sollen erstmal nach links und dann nach rechts. Macht, glaube ich, auch mehr Sinn. Also komm. Gehen wir hier in diese Richtung hinein. Weiter. Size and Chop. Size and Chop. Ist hier irgendwas? Pilze. Cool. Hulems. Ich glaube, da komme ich nicht runter, ne? Da brauche ich einen Schatten für. Ja, ich hasse das. Ich bin da absolut kein Fan von diesem. Ja, du kommst du nicht durch. Du brauchst erstmal einen Schatten, der dich da runterkriegt. Ich mag das nicht. Ich weiß auch nicht, Freunde. Ich weiß doch auch nicht. Bäm. Was ich cool fände, es gibt ja irgendwie gar keinen Grund, beziehungsweise es ist ja sogar schlecht, wenn ich zwei
zwei Teammitglieder bei mir haben, zwei Monster, aber mir haben die gleichen Fähigkeit. Das bringt mir überhaupt nichts. Und deshalb fände ich das voll cool, wenn man das so machen könnte. Sagen wir mal, ich habe zwei, die mich hochschleudern, so boy. Dass ich dann einfach 1,5 mal weiter hochgeschleudert werde. Oder wenn ich Fliegen habe, dass ich höher hochgeworfen werde zum Fliegen oder länger fliegen kann. Wisst ihr, was ich meine? Einfach, dass es gebufft wird, dass mich zwei Leute zum Beispiel beim Fliegen tragen. Oder dass mich zwei Leute hochschleudern und das dann so gestärker ist. Ich weiß nicht, ob das zu OP wäre. Aber das Spiel ist auch sowieso komplett voll mit unsichtbaren Wänden. Von daher, das können die trotzdem bringen. Wenn du ein ganzes Team hast, drei Monster, die dich hochschleudern lassen können, weil die alle die gleiche Ability haben, dann könnte man das auch so machen, dass man dann mal zwei hat. Was? Das habe ich gar nicht eingesetzt. Okay. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ich fände das einfach cool. Ja. Da haben wir ein bisschen Food for Thought. Ein bisschen Gedankenfutter. Oha. Wo ist das Gold hin? Da müsste eigentlich überall unserem Bahnhof Gold sein. Da fehlt was. Mann. Warum ist da oben jetzt eine Mission? Was ist das? Hä? Ach, da sollen wir hin, oder wie? Hey, warum ist das so 60 Meter entfernt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Egal. Okay, schauen wir erstmal weiter. Hier ist ein Lager. Ich glaube, unter uns ist nichts. Scheint nicht. Ist ein Ork-Lager. Okay. Haben tut die aber nichts, oder? Mau. Ja, ziemlich mau bei euch. Hier ist ja nichts. Er ist runtergefallen. Oh, ihr braucht Heal. Oh, gar nicht gut. Geht's dir gut? Oh nein, ich bin reingelatscht. Nein! Hallo! Okay, er kommt doch ohne mich zurecht. Aber trotzdem. Macht mir mindestens Angst. Ja, hier wird einfach nur angezeigt, dass er ein Lager ist. Und da kamen wir? Ne, kamen wir nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, da sollen wir hin. Und da vorne ist ein. Ja, okay, ist ein Bonusort. Den wir machen können. Ist halt ein Gewirr. Muss man nicht machen. Kann man machen. Schauen wir mal. Sind die immer noch am Kämpfen? Ne, gut. Ich glaube, wir sollen hier außen rum. Würde zumindest Sinn machen. Was hast du für ein Problem? Mega Stärkung. Ja, mega Leben weggesaugt von dir. Ach, nicht mal deine Heilung bringt noch was. So schnell und so stark wie wir sind. Bringt dir das nichts? Warte, sind wir nicht von hier gekommen? Also, ich meine, ganz am Anfang des Spiels? Jawohl, nein. Das sieht anders aus. Nee, das sieht ja anders aus. Ich glaube nicht, dass wir von hier gekommen sind. Das muss woanders gewesen sein. Aber da hinten ist unser Ziel. Oder unter uns? Ach, unter uns! Na dann! Angriff! Bam! Und jetzt mal das hier verwenden. Spezialität. Das geht im Kampf nicht. Hä? Den Drachen fesseln. Ja doch, das geht! Wow, was? Was ist gerade passiert? Also ich kann... Oh, ich habe die falsche Taste immer gedrückt. Egal, warte mal. Momentfragment. Monumentfragment. Ein Steinbrocken, den ein dreistes Monster von der Tafel der Lecklohe abgebrochen hat. In ihm ist eine für niemanden zu entziffernde Schrift eingraviert. Du wächst das Tier in dir. Das will ich aber gar nicht hören. Warum seid ihr fast down? Was ist los mit euch? Oh, hier kann ich lang. Das ist wirklich gerade wie ein neues Gebiet erkunden. Keine Sorge, Leute. Freunde, in der nächsten Folge werden wir genau das gleiche tun, nur im Winterteil. Oh, und hier ist ein Schatz. It's close. Weil das hier, oder wie? Regenerierende Reisbällchen. Hey, it's close. Ist das so? Wo komme ich hier lang?
Will ich hier lang? Schau mal, wo mich das hinführt. Was denn? Ally is in trouble? Wieso? Wer denn? Ach so, Zanibar. Ja, ich kämpfe doch hier gerade mit ihm. Spiel? Sag mir das doch erst, wenn ich nicht in seiner Nähe bin. Das macht doch mehr Sinn. Richtig? Wo komme ich hier raus? Und was ist da unten? Da ist doch... Ist da was? Weil die war doch irgendwo ein Schatz. Ich hab doch gerade davon geredet, dass hier ein Schatz ist. Nicht? Bin ich blöd? Hab ich den Schatz verpasst? Gibt's keinen Schatz? Keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung. Prinzenpulver. Hier ist nichts? Das wirkt voll so, als wäre hier was. Dann wohl nicht. Aber die meinten doch gerade, Schatz, oh mein Gott, krass. Da ist hier einfach nichts. Doch, jetzt sagen die schon wieder. Oder es ist draußen und nicht hier. Würde mehr Sinn machen. Gehen wir einmal außen rum. Ja. Ein Ork-König. Ja, den besiegen wir noch eben. Und die Medaille nehmen wir auch noch eben mit. Und ansonsten, Freunde, sind wir hier bald fertig. Für heute. Gibt da nicht mehr viel zu tun. Oder zu erkunden. Schauen wir beim nächsten Mal auch nochmal dieses Gebäude an, genauso wie die Speichelfälle und den Quell der Frische. Und dann würde ich sagen, ab zum Winterteil. Und dann machen wir mit der Story weiter, nach dem Winterteil. Dann geht's zum Moor. Ja, und dann hin und her mit der Sammelquest. Das Ding danach wird ja wahrscheinlich, dieses Saphir-Auge, was es ist, wird ja anscheinend nur so eine Art Sammelquest. Geh dahin, red mit dem, red mit dem. Das kann ja was werden. Ist es hier oben? Wo bin ich hier? Kamen wir von hier? Komm, schneller. Ich muss mir das schnellstens ansehen. Ja, doch, von hier. Okay. Was? Hä? Ich bin im Kreis gerannt. Na gut, was soll's, ne? Aber trotzdem. Hä? Okay, ich habe sehr viele Schätze übersehen. Egal. Oh. Bitteschön. Ah, das Monument. Thank you. Danke vielmals. Jetzt kann ich endlich lesen, was auf diesem Stein steht. Also mal los. Der Wolkenkompass. Der Weg zur goldenen Insel wird sich jenen erschließen, die durch die Lüfte segeln können, wenn die Seelen der Drachen wiedergeboren werden. Der Wolkenkompass? Damit bin ich nicht vertraut. Moment mal, deinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, hast du schon mal davon gehört? Du musst mir alles erzählen, was du weißt. Aber zuerst lese ich lieber weiter. Oh, verflixt! Ich bin auf schwierige Runen gestoßen, die ich nachschlagen muss. Allerdings habe ich mein Lexikon an Mitglieder meiner Gruppe verliehen und vergessen, sie darum zu bitten, es mir zurückzugeben. Ohne komme ich aber nicht weiter. Du könntest mir nicht zufällig noch einmal aus der Patsche helfen? Du musst nur diejenigen finden, an die ich mein Wörterbuch verliehen habe und es mir dann zurückbringen. Ich habe sie auf einen Informationsreis zu den Bahnhöfen auf dem Winterteil geschickt, also müssten sie dort noch irgendwo sein. Oh, Winterteil, da wollen wir sowieso hin. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau namens Shiroko und Sephir. Alles klar, aber können wir das jetzt eigentlich lesen? Ne. Na gut, Freunde. Was hat er für einen Hut? Freunde, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns dann weitere Golems anschauen mit lustigen Hüten. Nein, okay, beim nächsten Mal werden wir keinen weiteren sehen. Das ist der einzige hier. Weit und breit. Und aua, hat er viel Schaden gemacht. Yeah.